Assetklassenmäßig würde ich schon meinen, dass Aktien und Gold auch in den nächsten Jahren ein unbedingter Bestandteil in einem privaten Depot sein sollten. Wenn man Aktien in einem Portfolio beimischt langfristig, wird man sehr viel wahrscheinlicher reale Rendite erzielen können, als würde man das nicht tun. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit Dr. Werner Zenz, Vorstandssprecher der österreichischen, fast 200 Jahre alten Spengler Bank AG. Werner Zenz achtet bei Investments auf Transparenz, den langfristigen Vermögenserhalt, Liquidität und striktes Risikomanagement. Immobilienaktien und den Wertpapier verpacktes Private Equity entsprechen ebenso wenig seinen strengen Anlagekriterien wie kleinkapitalisierte Aktienwerte. Ja, dann sage ich erstmal guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie bei der Geldmeisterin zu Gast sind und uns ein bisschen einen Einblick geben, wie eine fast 200 Jahre alte Bank Vermögen verwaltet und veranlagt und auch die Kunden ganzheitlich betreut. Sie schaffen es ja immer noch nach 2 Jahrzehnten ein Rekordergebnis zu liefern. Das hängt nicht zuletzt sicher mit der Veranlagung und auch generell mit der Zufriedenheit Ihrer Kunden zusammen. Vielleicht können Sie ja ein bisschen beschreiben, Sie waren sicher nicht seit 200 Jahren dabei, aber doch schon länger, wie sich vielleicht in den letzten Jahren die Bedürfnisse der Kunden verändert haben. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir, um es salopp zu formulieren, knapp 200 Jahre auf dem Buckel haben, also 1828 gegründet. 2028 werden wir unser 200-jähriges Jubiläum feiern. Und wir haben in diesen 200 Jahren, bei denen ich, wie Sie richtig sagen, sicherlich nicht persönlich immer dabei gewesen bin, viel erlebt, viele Zeitenwenden erlebt, verschiedenste Zeitenwenden erlebt. Und ich glaube, diese haben wir auch immer wieder ganz gut gemeistert. Ja, wie haben sich die Bedürfnisse der Kunden geändert? Ich bin jetzt so gut 30 Jahre, 35 Jahre in diesem Geschäft. Und eines muss ich schon sagen, in den letzten Jahren, es ist einfach die Komplexität doch deutlich gestiegen. Nicht, dass es früher immer einfach war, Geld anzulegen, aber wenn die Inflation bei 4% ist und die Zinsen bei 6-7%, dann ist die Situation eine andere, als wir sie derzeit haben, wo die Inflation einfach deutlich höher ist, wie sozusagen der risikolose Zinssatz. Also Komplexität ist gestiegen und das führt auch dazu, dass der Beratungsbedarf an sich gewachsen ist. Dazu kommen Themen wie ESG und dergleichen, die schon auch dazu führen, ja, dass man sich einen Berater, eine Beraterin sucht, ein Haus sucht, die von dem oder der man annimmt, dass hier entsprechendes Sachverständnis da ist. Und da wäre ich auch gleich beim nächsten Punkt. Was kann man denn von Ihrer Veranlagungsstrategie so allgemein lernen? Was ist denn Ihre spezielle Anlagestrategie, die man eigentlich wahrscheinlich auch mit gesunden Hausverstand nicht selber machen kann, aber nachvollziehen kann? Also zum gesunden Hausverstand gehören, würde ich sagen, zwei Begriffe. Das ist Unabhängigkeit zum einen und Erfahrung auf der anderen Seite. Wir ruhen uns nicht auf diesen 200 Jahren aus, das wäre ja absurd. Aber Faktum ist, über all die Jahre, Jahrzehnte haben wir natürlich entsprechende Erfahrung gesammelt. Wenn ich vorhin von Zeitenwende gesprochen habe, dann ist daraus auch erkennbar, dass es schon viele volatile Bewegungen geopolitischer Natur und dergleichen gegeben hat. Und auf die sich einzustellen, das ist natürlich ein wichtiges Thema und das ist Teil unserer DNA, würde ich mal meinen. Und das andere ist Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, was Emissionen, was Produktangebot und dergleichen anbelangt. Wir sind kein Emittent am Markt. Wir haben eine Open Architecture, beziehen die Produkte, wenn wir denn überhaupt Produkte heranziehen, die es am Markt gibt und versuchen so, ja, maßgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden zu
bewerkstelligen. Und weil Sie von Zeitenwende gesprochen haben, dazu gehört natürlich auch die Situation, die Zinslandschaft. Also das haben wir ja früher, ich kann mich ja noch gut erinnern, das beste Portfolio war ein Mischfonds, wo man einfach dann, wenn die Aktien nach unten gingen, gingen die Anleihen nach oben. Das spielt ja seit 2022 spätestens nicht mehr und dazu haben natürlich auch die Notenbanken beigetragen. Wie handeln Sie denn das mit den Anleihen, die man früher sozusagen, auf die sich auch die Kunden verlassen konnten, dass die Rendite bringen über die Inflationsrate, wovon man ja jetzt nicht mehr so ausgehen kann, auch nicht als Stabilitätsfaktor im Portfolio hat ja auch die Anleihe nicht mehr die Stellung derzeit. Genau, wobei sich bei den Anleihen natürlich gerade in jüngster Zeit auch wieder viel geändert hat. Ich habe vorhin geschildert ein Szenario, wenn die Inflation bei 4% ist oder 4% und die Zinsen oder die Anleihenzinsen sind bei 6%, da war die Anleihe vor allem guter Bonitäten ein wesentlicher Anker in einem stabilen Portfolio. Dann hat sich Zeitenwende, Stichwort, das Thema geändert. Plötzlich hatten wir einen risikolosen Zins. Früher hatten wir einen risikolosen Zins, würde ich sagen, und dann hatten wir ein zinsloses Risiko. Denken Sie an die ganzen EU-Krisen, Staatskrise und dergleichen, die es auch im Euroraum natürlich gegeben hat. Und lange Zeit, gerade in den letzten Jahren, war ehrlich gesagt die dividendenstarke Aktie der bessere Bond. Man brauchte keine Anleihen. Nun hat sich das Thema schon wieder etwas neutralisiert. Nicht so, dass es wieder in der Gestalt ist, dass man reale Renditen erzielt, aber Anleihen bringen wieder Renditen, erwirtschaften Cashflows. Natürlich noch nicht den Cashflow, den man durch die Inflation verliert. Also ich würde meinen, Anleihen haben jetzt wieder eine Berechtigung in einem Portfolio. Anleihen müssen auch gemanagt werden. Das Emittentenrisiko muss natürlich im Detail beachtet werden. Zur Beurteilung der Emittenten gibt es ja Ratingagenturen und wir investieren im Anleihenbereich unsere Kundengelder zum Großteil in bester Bonität und mischen halt in guten Marktphasen Randmärkte bei, die wir dann stark beobachten. Aber Anleihen sind in gewisser Weise zurück. Reale Rendite erzielt man damit noch keine. Warum, wenn man noch keine reale Rendite erwirtschaftet, warum sind Sie trotzdem sinnvoll in einem Portfolio und hat sich da vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, das Management-Komplexität ist gestiegen, dass man praktisch nicht mehr Anleihen buy and hold hält, sondern da mehr Management erforderlich ist? Genau, das ist ja Teil unserer Aufgabe. Im Rahmen unseres Asset Managements werden ja im Wesentlichen, nicht nur bei uns, das ist bei den Banken, die auf Asset Management oder Vermögensverwaltung spezialisiert sind, immer so, es gibt im Wesentlichen drei Asset-Klassen, das sind Anleihen, Aktien und Cash. So kommen dann auch Alternative Investments zum Teil. Und diese drei Themen muss man, beziehungsweise vier Themen muss man managen. Und die Anleihenkomponente ist eine Größe, gehört aktiv gemanagt. Die Zeit ist lange vorbei, wo man Anleihen gekauft hat, buy and hold und bis zur Tilgung gewartet hat, wenn man aktives Asset Management und Vermögensmanagement betreibt. Und derzeit ist es ja durchaus auch vielleicht nicht uninteressant, weil die Zinserwartungen, vor allem im Mittel-, jedenfalls auch im langfristigen Bereich, tendenziell nach unten tendieren. Wenn die Zinsen im Kapitalmarkt tendenziell nach unten gehen, dann führt das schon auch dazu, dass Kursentwicklungen nach oben gehen können. Wir haben das im umgekehrten Fall ja ziemlich dramatisch letztes Jahr erlebt, wo aufgrund der starken Zinssteigerungen massive Kursverluste bei Anleihen waren. Aber Anleihen gehören aktiv gemanagt hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos und hinsichtlich natürlich auch des Emittenten- und Bonitätenrisikos. Das ist ganz klar. Und Sie haben vorhin angesprochen, was das Anlegen noch komplexer macht, sind die ESG-Kriterien. Ist das eigentlich bei Anleihen für Sie auch ein Thema oder wie gehen Sie mit dieser weiteren Filterung aus generell?
Ja, es ist auch ein Thema. Wir haben ja unsere gesamten Vermögensverwaltungsstrategien auch entsprechend der Spengler Nachhaltigkeitspolicy ausgerichtet. Das fängt bei Aktien an. Dazu gehören auch Anleihen. Es ist aber natürlich schon im Markt noch viel Potenzial gegeben, wenn es darum geht, nachhaltige Investments auch im Anleihenbereich zu kreieren. Aber der Trend ist ungebrochen und der Trend ist im Gange. Und ich glaube, heute kann sich kaum ein Asset Manager leisten, keine nachhaltigen Produktportfolios anzubieten. Wie schaut denn aktuell generell die gesamtwirtschaftlich bei dem gesamtwirtschaftlichen und politischen Krisencocktail Ihr Asset Allocation aus? Ja, die Asset Allocation ist schon sehr individuell. Natürlich gibt es eine Hausmeinung, eine Hausstrategie. Wie gesagt, wir teilen das Vermögen auf Anleihen, Aktien, Alternative Investments auf und halten einen Teil in Cash. Wir legen die Kundengelder global an, das ist auch wichtig, wobei wir auch auf ETFs setzen, vor allem in Märkten, wo wir keinen unmittelbaren direkten Zugang haben. Denken Sie an die Emerging Markets, denken Sie an China, Indien und dergleichen. Und derzeit ist es so, dass wir Anführungszeichen neutral positioniert sind. Das heißt, dass wir Aktien bei einem Risikogewicht, durchschnittlichen Risiko bereiten Anleger, jetzt ganz salopp formuliert, Anleihenaktien ziemlich gleichgewichten derzeit. Und wie schaut es regional aus? Also wie stark sind Sie dann im Merchant Market? Wie sehen Sie eigentlich den US- und den europäischen Aktienmarkt im Vergleich? Wir sind in Europa leicht übergewichtet im Vergleich zu Amerika aktuell. Weil das hängt mit den Bewertungen zusammen und oder hängt es auch mit dem Dollar-Währungsrisiko zusammen, dass Sie sagen, okay, das muss ich auch noch berücksichtigen, wenn ich in US-Aktien investiere? Währungen sind natürlich immer ein Thema, das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn wir diese Asset Allocation Entscheidung treffen, Anleihen, Aktien zunächst und dann innerhalb der Aktienregionengewichtung, dann spielt Währung ehrlich gesagt eine untergeordnete Rolle. Wir können dann noch kurz darüber reden, wie wir mit Dollarabsicherung umgehen. Aber es ist so, dass wir derzeit Europa leicht gegenüber den USA aufgrund der günstigeren Bewertung, die Europa schon aufweist, bevorzugen. Und wir haben zum Beispiel Pacific ex-Japan haben wir währungsgesichert beigemischt, ebenso China. Und ganz grundsätzlich soll man vielleicht sagen, dass wir überhaupt Wert legen auf großkapitalisierte, wachsende Unternehmen. Da legen wir unseren Fokus darauf. Und Währungen sichern wir zum Teil ab, beziehungsweise, um es korrekt zu sagen, Anlagen in Schwellenländern, ob das in Anleihen, in Aktienbereich vonstatten geht, erfolgen immer währungsgesichert. Und zusätzliche Währungssicherungen machen wir dann durchaus zielgerichtet und erfolgen bei Bedarf nach Einschätzung unserer Investmentexperten. Das war spannend, was Sie gerade gesagt haben in einem Nebensatz. Großkapitalisierte Werte legen Sie den Fokus drauf. Hängt es einfach mit der Transparenz oder der Handelbarkeit oder warum auf großkapitalisierte Werte und nicht auf Nebenwerte? Genau, wir sind kein Haus, das auf Small Caps oder dergleichen spezialisiert sind. Wir haben auch keine eigene Analyseabteilung. Natürlich haben wir viel Research und dergleichen, aber wir betreiben kein Primärresearch, wie zum Beispiel ganz große Vermögensmanager weltweit. Wir sind auf großkapitalisierte, wachstumsorientierte Unternehmen ausgerichtet und haben nicht nur damit die besten Erfahrungen gemacht, die sind einfach transparent, was die Informationspolitik und dergleichen anbelangt. Und insofern, wir haben ein eigenes Aktienmodell natürlich, wo man genau reglementiert hat, wann welche Aktie aufgenommen wird. Wir arbeiten hier mit dem Piotrowski-Score, wo gewisse Scores erfüllt sein müssen, damit eine Aktie überhaupt ins Monitoring kommt, um dann aufgenommen zu werden. Aber alle diese haben eine gewisse Mindestgröße und wie gesagt, die Mindestgröße geht in diese Richtung, dass wir uns auf die großen
Aktienunternehmungen konzentrieren. Das heißt, das Scoring ist mit Fundamentalwerten weniger charttechnisch, oder? Nehme ich an. Es ist nicht charttechnisch an sich, sondern es ist fundamental basiert. Es sind verschiedenste fundamental bezogene Daten enthalten. Die Charttechnik spielt in diesem Fall wirklich keine Rolle. Man könnte festhalten, für Privatanleger, gerade bei kleineren Werten, muss man doch das höhere Risiko beachten und ist eigentlich besser bedient, wenn man sich mal zuerst mal auf die großen Werte fokussiert. Ich würde gerade für Privatanleger wirklich empfehlen, dass sie sich auf großkapitalisierte Werte konzentrieren, beziehungsweise natürlich auch an entsprechende indexorientierte Produkte orientieren, weil man hier doch mit einem Bass mit einem Korb an der breiten Entwicklung des Aktienmarktes teilhat. Vielleicht eine Ergänzung noch zu uns: Wenn wir Aktien kaufen, dann ist das auch keine Buy-and-Hold-Sache, sondern die werden natürlich täglich gemonitort. Und wir haben, wenn wir in eine Aktie investieren, für jede Aktie auch ein individuelles Risikobudget. Also das ist keine Stop-Loss-Marke, die im Markt gesetzt wird, aber ein individuelles Risikobudget. Und wenn das greift, beziehungsweise wenn das ausgeschöpft ist, weil die Aktie fällt, das kann einmal 10% sein, bei einer anderen Aktie 25%, wie auch immer, dann wird die Aktie auch verkauft. Das ist jetzt nicht charttechnisch bedingt, aber es ist bedingt im Teil des Investmentprozesses und dient vor allem der Risikoabsicherung in ganz schlechten Märkten und hat in den letzten Jahren auch sehr gut funktioniert. Das ist auch ein guter Tipp für Privatanleger, dass man für jeden Position, die man hält, sich auch das individuelle Risikobudget überlegt, bevor man auch das kauft und auch beim Halten. Ja. Wunderbar. Und dann generell, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, Privatanleger an sich, ich würde wirklich raten, wenn man beginnt mit Anlagen, mit dem Thema Anlegen an sich am Kapitalmarkt, dann würde ich breit investieren. Do not put all your eggs in one basket. Indexfonds, ETFs, dergleichen sind sicherlich ein guter Einstieg in diese Materie. Sie haben noch angesprochen, wo der Privatanleger natürlich nicht so Chancen hat, sind die alternativen Investments, zu denen natürlich auch Private Equity gehört. Welche Rolle spielt das denn im Vermögensaufbau und wie stark ist eigentlich Private Equity Investments wieder zinssensibel? Weil jetzt ist es wahrscheinlich schwieriger, da zu realisieren. Genau. Also die Alternative Investment Komponente ist natürlich eine wichtige bei uns auch im Haus, wobei wir unter Alternative Investments ausschließlich Investments verstehen, die liquide sind. Heißt, Private Equity spielt bei uns im Rahmen des aktiven Vermögensmanagements keine Rolle. Private Equity ist kein liquides Investment, da es keine auch für uns passenden oder zulässigen Produktvehikel gibt. Auch ist das Transparenzproblem natürlich ein spezielles und insofern in einer Vermögensverwaltung, in einem Asset Management Mandat, wo man tägliche Liquidität darstellen wollen, finden Private Equity keine Berücksichtigung. Private Equity ist natürlich vor allem für institutionelle Anleger, das heißt große Anleger im Bereich Versicherungen, Pensionskassen, Kammern und dergleichen ein wesentliches Thema im Rahmen unserer Spengler Institutional, wo wir institutionelle Kunden betreuen, werden auch Private Equity bei den einzelnen Kunden zum Teil abgebildet. Steigende Zinsen natürlich sind eine Challenge für Private Equity Investoren. Und auch hier gibt es nur den einen Rat. Es gibt so eine große Vielzahl an Angeboten. Für den Privatanleger wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da muss man wirklich sich auskennen. Und ein illiquides Produkt liquide zu machen, da habe ich immer so meine Bedenken. Ja, da stimme ich Ihnen zu, obwohl da doch einiges jetzt auf dem Markt ist. Und wie gesagt, das muss man hinterfragen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. I need dollar, that's what I need.
Wie schaut's eigentlich generell mit der Währungsabsicherung nochmal? Also wie gesagt, der Währungsmarkt ist ja der größte Handelsmarkt und der schwierigste auch, würde ich sagen. Ja. Wie sehen Sie denn da generell den Dollar, wenn man sich anschaut, den Höhenflug des Goldes? Hängt das irgendwie zusammen, dass manche Staaten versuchen, den Dollar durch praktisch abzulösen als Währungsreserve durch Gold oder zu ersetzen? Oder sehen Sie da keinen Trend? Also ich sehe nicht den Trend, dass der Dollar abgelöst wird durch Gold. Faktum ist natürlich, Gold war schon in der Vergangenheit, das ist es, die ureigenste Bedeutung von Gold, immer als Krisenwährung gefragt. Und wir hatten doch einige Krisen in der letzten Zeit, multiple Krisen, davon ist ja genug die Rede. Und wenn es Krisen gibt, dann wird Gold stärker nachgefragt. Daneben spielt natürlich der Charakter von Gold als wertstabile Anlage in Zeiten hoher Inflation eine gewichtige Rolle. Also wir haben zwei Faktoren, wir haben die Krisen, die ich jetzt nicht aufzählen muss in den letzten Jahren. Und wir haben natürlich das Inflationsthema. Und in so einem Umfeld kommt dem Gold oder dieser Krisenwährung durchaus eine entsprechende Bedeutung zu und wird auch nachgefragt. Und wir haben auch in unseren Alternative Investments entsprechende Goldkomponenten seit vielen Jahren eingebaut. Also es ist eine wertstabile Anlage in Zeiten oder in unsicheren Zeiten, und Gold ist auch ein Bestandteil, wie gesagt, unserer Asset Allocation, wobei wir hier die Performance von Gold auch mittels entsprechenden ETCs, heißen die, dann abbilden. Das Inflationsthema ist geblieben länger, als wir gedacht haben, und wird wohl bleiben. Jetzt haben wir diese Woche zwei Zinsentscheidungen gesehen. Wie gesagt, beide waren eigentlich erwartet, dass die Fed die Zinsen beibehält und die EZB erhöht. Und beide haben eben, dass den Markt eben vielleicht etwas verunsichert hat, doch auch betont, dass es noch weitere Zinserhöhungen geben wird. Ist Ihrer Meinung nach der Kampf gegen die Inflation da der Notenbank groß genug? Oder welche Anlageklassen sehen Sie eigentlich in diesem Szenario mit zwei Zinserhöhungen noch in diesem Jahr in Amerika und wahrscheinlich auch natürlich in Europa? Welche Anlageklassen sind für Sie da trotz allem der beste Inflationsschutz? Ja, vielleicht beginne ich kurz mit der Inflationseinschätzung an sich. Wie Sie richtigerweise gesagt haben, ist die Inflation oder bleibt die Inflation hartnäckig hoch, in Österreich noch etwas höher wie im übrigen europäischen Umfeld, wobei das vielleicht auch statistische Themen sein können, aber das ist jetzt nicht so sehr unser Hauptaugenmerk. Faktum ist, sie ist zu hoch. Und eine Inflation wird man nur mit steigenden Zinsen bekämpfen können. Dass die EZB das etwas zu spät begonnen hat, das werde ich auch nicht müde zu betonen. Das ist einfach ein Faktum. Und jetzt ist sie willens, seit geraumer Zeit, also seit gut einem Dreivierteljahr, diese Inflation doch mit entsprechenden Zinserhöhungen zu bekämpfen. Gestern war ein entsprechender Zinsschritt in Europa wieder. Wir erwarten einen weiteren Zinsschritt noch im Sommer. Und ob das dann das Ende der Fahnenstange ist, wenn man die Kommentare von Lagarde sich anhört, dann weiß ich es noch nicht genau. Aber man muss auch sagen, die Notenbanken gehen strikte jetzt gegen die hartnäckige Inflation vor. Es bedarf aber auch mehrerer Quartale Zeit, bis Zinserhöhungen einfach wirken. Auch das muss man immer wieder sagen. Und die Zinsen, die höheren Zinsen machen sich erst nach und nach auch in der Wirtschaft bemerkbar. Und wissenschaftliche Studien haben ja auch ergeben, das wissen wir alle, dass Aktien über einen langen Zeitraum natürlich einen guten Inflationsschutz bieten. Und in Zeiten hoher Inflation ist auch Gold immer wieder gefragt. Also was ich damit sagen will, ist, auch wenn die Zinsen steigen, aber solange die Inflation höher ist wie die Zinsen, habe ich real, also nach Abzug der Inflation, eine Wertminderung. Und ich als Anleger muss mir überlegen, wie kann ich diesen Gap schließen? Und das wird nur gehen am Ende des Tages mit entsprechenden
Substanzwerten. Also natürlich auch dadurch, dass die Inflation sukzessive nach unten kommt, aber ich glaube, sie wird nicht so schnell nach unten kommen, schon in Richtung 5-4%, aber die 2% sehe ich derzeit auch 25 noch nicht. Und die Inflation wird sich zurückbilden, aber solange die Inflation höher ist wie die Zinsen, habe ich eine reale Kapitalminderung und dem kann ich nur mit Substanzwerten begegnen. Deshalb schon unser Plädoyer, reale Rendite kann man nur anstreben dadurch, dass man auch Aktien in das Portfolio beimischt, auch in Aktien investiert, natürlich um den Preis zwischenzeitlich auch relativ hoher Schwankungen. Das muss man ganz klar sagen. Also assetklassenmäßig würde ich schon meinen, dass Aktien und Gold auch in den nächsten Jahren ein unbedingter Bestandteil in einem privaten Depot sein sollten. Jetzt haben Sie einen realen Wert ausgeklammert, das sind die Immobilien. Wie ist denn da Ihre Position? Genau, das ist unsere Position, die, dass wir im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung des Asset Managements keine Immobilienpositionen haben. Das ist wieder etwas ähnlich, wie ich vorhin zu Private Equity gesagt habe. Wenn man eigentlich illiquide Werte, also im Sinn von nicht täglich handelbare Werte, zu handelbaren Werten macht, das passt systemtechnisch nicht. Ich kann in Private Equity, das sind ja Unternehmensbeteiligungen, investieren, das ist auch wichtig und gut, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich sie handelbar mache, täglich handelbar. Dasselbe gilt für Immobilien. Unsere Kunden investieren sehr viel in Immobilien, aber das ist losgelöst vom Asset Management, das wir natürlich in der Bank betreuen. Wir glauben schon, dass die steigenden Zinsen, sehen wir ja, durchaus auch entsprechend Auswirkungen negativer Natur auf die Immobilienpreisentwicklung haben, wobei das sehr zu differenzieren ist. Im breiten Segment, im Retail-Bereich, gibt es eine richtige Stagnation derzeit. Die Menschen können sich ob der gestiegenen Zinsen teilweise die Kredite nicht mehr leisten und die Nachfrage ist wirklich eingebrochen, muss man schon sagen, oder stagniert jedenfalls. Im höherpreismäßigen Segment ist es so, auch hier stagnieren die Preise, aber wir sehen nicht wirklich einen Einbruch. Aber der Markt hat schon gedreht von der Angebotsseite hin zur Käuferseite. Früher hat der Anbieter den Preis dominiert, jetzt ehrlich gesagt dominieren die Käufer den Preis und die gestiegenen Zinsen führen schon dazu, dass eine gewisse Zurückhaltung jetzt da ist und die wird wohl auch in der Breite noch anhalten. Das heißt eigentlich, für Käufer wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Für Käufer ist ein guter Zeitpunkt. Der Käufer hat heute eine wesentlich stärkere Position als noch vor einem Jahr. Aber es läuft dem Käufer auch nichts davon. Ich würde die nächsten Wochen, Monate durchaus noch etwas zuwarten. Wir rechnen nicht mit einem erkennbaren Einbruch im Immobilienmarkt. Aber wir haben schon auch gemerkt in den letzten Monaten, die rege Bautätigkeit hat doch deutlich abgenommen. Man liest es ja auch in den Medien. Dann gibt es so leidige Entwicklungen wie KIM-Verordnung und dergleichen, die für die Breite der Bevölkerung natürlich auch erschwerend waren, um dann Immobilieninvestments vorzunehmen. Ich würde meinen, die Käuferseite kann sich noch etwas Zeit lassen, aber es ist jetzt sukzessive wird es interessant in den nächsten Monaten. Jetzt möchte ich noch einen Punkt zu Immobilien. Immobilienaktien wären ja liquide und handelbar. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Weil die sind ja wirklich sehr in den Keller gerasselt. Muss man da trotzdem sehr aufpassen, gerade bei Entwicklern oder gerade Immobilienaktiengesellschaften, die sehr stark im Gewerbe investiert sind. Wie sehen Sie generell die Immobilienaktien und welche Immobilienaktien, die eher Wohnimmobilien haben und da vielleicht auch viele Dämmausgaben oder Energieausgaben, Energiesparmaßnahmen gerade in Deutschland dann vornehmen. Ist das eigentlich eine sehr spekulative Aktienimmobilienaktien?
Also ich würde sagen, die Immobilienaktie ist eine Aktie. Mhm. Und spekulative Aktien gibt es in jeder Branche. Ja. Es hängt nur mit dem Grundverständnis der Vermögensanlage an sich zusammen. Und da hat unser Haus sehr diese Einschätzung für die Anlage, für die liquide Anlage soll man auch Produkte verwenden, die liquide sind. Ich habe das vorhin schon am Beispiel Private Equity erklärt. Und dasselbe gilt für unser Haus auch im Immobilienbereich. Wir haben selber eine eigene Tochter, Spengler Immobilien GmbH. Da beraten wir unsere Kunden in Immobilienfragen. Aber wir würden nie eine Immobilie in ein Wertpapierdepot geben. Wir kaufen auch keine Immobilienaktien. Das kann man durchaus so handhaben und auch so sehen. Es gibt ja Immobilienaktien, wie Sie sehen. Aber ein an und für sich illiquides Investment liquide zu gestalten, das sträubt sich etwas bei mir. Was nicht heißt, dass ich nicht in Immobilien investieren möchte, aber nicht auf der liquiden Form. Und wenn ich in Immobilien investiere, dann auf der klassischen Variante, aber nicht in Form von Aktien. Im Bereich von Aktien konzentrieren wir uns auf verschiedenste Branchen, aber nicht auf Immobilien. Und deshalb kann ich Ihnen auch keinen Tipp geben, in welche Immobilienaktien wir investieren, weil wir es nicht machen. Ja, also das ist aber spannend. Das handhaben Sie eigentlich ähnlich wie manche Unternehmen versuchen, Private Equity in liquide zu machen über Aktien. Okay. Genau, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, kam mehrmals eben der Hinweis, dass die Inflation noch länger eigentlich über den Zinsen liegen wird. Blicken Sie dann in die Zukunft, wie optimistisch, und sehen Sie die derzeitige Situation eigentlich, weil trotz allem sind ja die Aktien sehr gut gelaufen dieses Jahr, trotz dieser vielen Umstände, geopolitisch und auch wirtschaftlich, ist es nur eine Ruhe vor dem Sturm oder weil die Leute nicht wissen, wohin mit dem Geld, oder sehen Sie schon eine Erholung der Kapitalmärkte? Grundsätzlich sind wir oder bin ich ein zuversichtlicher Mensch. Das muss ich vorweg sagen. Ein gescheiter Mensch, wo ich jetzt nicht weiß, wie er heißt, hat einmal gesagt, der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, und der Realist richtet die Segel aus. Und unsere Aufgabe als Bankhaus Spengler ist es, die Segel auszurichten, laufend. Das tun wir dadurch, dass wir einfach täglich wirklich dieses Portfolio oder die Portfolios, die wir verwalten für unseren Kunden, betrachten, quasi in die Hand nehmen und schauen, was sind die Entwicklungen, um daraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir blicken zuversichtlich nach vorne. Das Thema reale Rendite ist eines. Das ist eine richtige Herausforderung, auch in den letzten Jahren gewesen. Das ist ja nicht neu. Vor allem in den USA deuten die Konjunkturdaten nicht auf eine Rezession hin, auf eine bevorstehende. In Europa hat sich zwar die Lage etwas eingetrübt, aber wie das so im Fachjargon heißt, ein Hard Landing ist hier auch bislang nicht ersichtlich. Die Marktteilnehmer bleiben trotzdem etwas nervös. Seit Jahresbeginn hat es ja doch wieder eine erkennbare Erholung auch gegeben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Märkte, wie das immer so schön heißt, schwankungsanfällig, also volatil bleiben. Und natürlich gibt es Unsicherheiten. Denken Sie an geopolitische Themen, aber auch die weitere Geldpolitik ist auch nicht frei von jeder Unsicherheit. Wir kennen ziemlich genau den Weg, den die EZB geht. Sie haben selber vorhin gesagt, die Fed hat derzeit eine Ruhepause sozusagen eingelegt. Aber eines, glaube ich, auch ist einfach wichtig. Wenn es darum geht, Geld wertehaltend anzulegen, dann gibt es nicht dieses eine Patentrezept, so muss man es machen. Ich denke, sich erfahrenen Leuten anzuvertrauen, die auch bewiesen haben in der Vergangenheit, dass sie als Wächter des Geldes agieren und eine breite Diversifikation auch einnehmen, im Sinn dessen, dass die verschiedenen Anlageklassen gut miteinander kombiniert sind, dem Kunden auch zuhören, was er will, wo seine Erwartungshaltung liegt, den Kunden auch offen darüber informieren, dass der Kapitalmarkt eben keine Einbahnstraße ist, sondern ein durchaus bewegtes Schaukelpferd manchmal sein kann. Aber von einem bin ich überzeugt: wenn man Aktien in einem Portfolio beimischt langfristig,
wird man sehr viel wahrscheinlicher reale Rendite erzielen können, als würde man das nicht tun. Und da hilft es nichts, täglich auf den Börsekurs zu schauen, sondern wenn ich überzeugt bin, dass das Investment richtig ist, auch einmal beiseite legen, das Investment arbeiten lassen und immer wieder auch mit dem Berater, mit der Beraterin Ihres Vertrauens einfach das Gespräch führen. Das ist schon wichtig. Im Kontakt bleiben, im Austausch bleiben und dann wird man auch dieses reale Renditeziel erreichen, bin ich überzeugt. Sehr geehrter Herr Zenz, vielen Dank vor allen Dingen für Ihre Aktienzuversicht und ich hoffe, die bleibt für die nächste Zeit und schicke Ihnen schöne Grüße nach Salzburg. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Auf Wiederhören. Wiederhören. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!